Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und gibt es nichts Schöneres, als sich selber immer besser entdecken zu dürfen? Und da tauche ich heute mit Dr. Claudio Weiß mal ganz tief in unsere verschiedenen Möglichkeiten ein, wirklich uns ein Stück für Stück immer besser kennenzulernen und vielleicht dann auch aus dem Leben das Effizienteste für uns rauszuholen. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Claudio. Hallo liebe Carina. Schön, dass du da bist. Und wir hatten ja auch schon mal so eine Analyse besprochen. Ich habe ja schon mal bei dir auch so eine Selbsterkennung. Selbsterkundungsinstrumente Selbsterkundung, hast du gemacht. Genau. Ja. Und heute würde ich gerne mal mit dir über die inneren Werte sprechen. Da hast du ja auch ein ganz spezielles Modell. Ja, und das kam dadurch zustande, dass sie mich ein Leben lang gefragt haben, warum ticken Leute so, wie sie ticken, im Sinne, warum denken die das jetzt, was sie gerade denken? Mhm. Woher kommt das? Nicht, was denken sie, sondern was prägt die Gedanken der Menschen? Und dann vielleicht doch die Wahrnehmungen, die Gefühle, die Entscheidungen und so etwas. Und da ist mir etwas vor gut 20 Jahren über den Weg gelaufen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen auch mal über den Weg gelaufen. Das heißt Spiral Dynamics. Don Beck. Ich war in einem Workshop. Ich fand das Material fantastisch. Ich war aber sehr nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie es dann weiter verarbeitet wurde. Ich habe es weiterentwickelt. Daraus ist ein Modell entstanden. Daraus sind Seminare entstanden. Und aus einem Excel-Tool und dann später einem weiteren Online-Tool ist etwas entstanden, was ich dir jetzt zeigen möchte. Mhm. Und ein zentraler Begriff, den ich damals übernommen habe, ist der Begriff Meme. Das hat mir gefallen, denn da steckt wie Memory drin, Memoriam, das ist was Bleibendes, Mentales. Das sind mentale Programme und das ist nicht das Biologische, was also Darkins, nicht, es gibt die Gene und die Meme, forget it, mit dem hat es nichts zu tun. Es hat auch nichts mit Memes zu tun in irgendwelchen elektronischen Geräten, sondern es sind bleibende Programme und da gibt es 8 solche, das sind Cluster von Denkweisen, von Werthaltungen, von Brillen, mit denen wir die Welt sehen. Und wir können sehen, das gibt es in Individuen. Wir können es aber auch in ganzen Kulturen beobachten. Und die werden sequenziell einer Entwicklung folgend aktiviert. Also beim Neugeborenen ist nur nichts da. Okay. Also es ist dann schon so wie so eine aufbauende Entwicklung. Es baut genau aufeinander auf und jedes höhere im Sinne der Entwicklungsreihenfolge setzt alle darunterliegenden voraus. Okay. Aber ganz wichtig, es sind keine Stufen. Mhm. So nach dem Motto, wenn du auf Stufe 6 bist, guckst du lächelnd auf Stufe 3 zurück. Das habe ich Gott sei Dank hinter mir gelassen. Nein, die sind alle da, es sind Schichten. Also wie Aspekte, die sich vereinen. Ja, es sind noch, das ist das noch adäquatere Bild, es sind Entwicklungsschichten, die sich in individuellen Entwicklungen und in kulturellen, kollektiven Entwicklungen nach und nach übereinander legen. Also zum Beispiel unsere Körperbewegung, was wir alles uns bewegen können, hat sich genauso entwickelt. Was kann ein Neugeborenes? Ja, klar. Mhm. Sich hin und her drehen und so weiter, aufrecht können wir immer noch. Dann lernt sitzen, tun wir immer noch gerade. Dann lernt das Kind krabbeln. Können wir das noch? Mhm. Brauchen wir es noch? Vergleichsweise selten. Je nachdem, was man sucht. Je nachdem, was man sucht. Also als Student lag ich mal mit 40 Grad Fieber in meinem Bett. Mhm. Ne? Und dann musste ich aufs Hüsli und dachte, wenn du jetzt läufst, kannst du umfallen. Mhm. Aber nicht, wenn du auf allen Vieren dorthin gehst. Mhm. Ja, und dann kommt schließlich Stehen und Laufen. Und analog ist es mit unserer mentalen Entwicklung. Mhm. Ja. Sie legen sich in Schichten nach und nach übereinander, sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Und jetzt kommt's. Je nach Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben, die wir vielleicht zur Zeit machen, jetzt kommt das Entscheidende,
und wie wir sie verarbeiten. Also zwei Leute können objektiv die gleiche Schulbank gedrückt haben mit den gleichen fürchterlichen Lehrern. Aber die Verarbeitung kann eine ganz andere sein. Sie können sich leider Gottes nicht nur gesund, sondern auch krank ausdrücken. Und die Krankheiten, die wir in der Welt vorfinden, lassen sich prima diagnostizieren durch Krankenausdruck von solchen Memen. Und jetzt kommt noch etwas. Sie werden psychologisch sinnvoll nach Farben benannt. Das war für mich eine ganz große Entdeckung. Ich habe mich mit Farbwahrnehmung und Farbempfinden sehr beschäftigt. Und ich habe auch ein solches Instrument hier, das wir nicht behandeln, ist der Enjoyograph. Da beantwortest du Fragen, welche Farbe habe ich am liebsten, welche habe ich am wenigsten gern. Wenn ich eine Farbe wäre, was wäre ich dann für eine Farbe? Mhm. Und aus dem kann man eine ganze Menge ableiten. Mhm. Ne? Und daher passt das gut. Und jetzt haben wir hier eine Folie und die schauen wir jetzt von unten nach oben an. Ich sage 2-3 Sätze zu jedem. Der unterste Schicht sozusagen ist das nackte Überleben und die Sicherung des Überlebens. Also unsere Vorfahren in Europa in der Eiszeit, die waren damit sehr stark beschäftigt, wenn so ein Winter kam, genügend Holz in der Höhle zum Heizen und Nahrungsvorräte. Und ein Neugeborenes genauso. Dann kommen Gruppenbildungen, Stammesgesellschaften in der Entwicklung der Menschheit. Und das Entscheidende, man ist miteinander verbunden, man kennt sich. Und ich mache jetzt gerade das dazu. Es ist der gemeinsame Rhythmus zusammen. Singen, aufstehen, Feste feiern. Und diese Traditionen und das immer wieder das Gleiche. Bei den kleinen Kindern sind es die Märchen und im Kreisli, im Chinski und miteinander go singen und die Räbelichtli in der Schweiz und so weiter und so fort. Und das ist das Miteinander schön verbunden sein. Ne? Der gemeinsame Rhythmus ist das Entscheidende. Ja. Und wenn du eine Gruppe zusammenschweißen willst, lass sie zusammen, krass gesagt, fressen, saufen, singen und tanzen. Ob das jetzt die Inuit am Lagerfeuer sind oder auf einer griechischen Insel Syrtaki, das ist Phänotypus. Das ist die Erscheinung. Der Genotypus ist immer der gleiche. Ja. Und jetzt kommt dann und sagt, ich werde diesen Berg besteigen und will schauen, was da hinten ist. Ich packe den Stier bei den Hörnern. Und jetzt kommt der Held, und das ist das Rote im Himmel, und der will siegen. Und ohne das hätte sich der Homo sapiens wahrscheinlich nicht über den ganzen Erdball verbreitet. Und im Körper nennt man das Immunsystem. Und jetzt kommt jemand und sagt, wir brauchen Regeln, Gesetze, Ordnung, das blaue Meme, nicht? Und müssen wir Strukturen. Und das ist verdammt wichtig, damit in einem Spital nicht das falsche Bein amputiert wird. Ja. Das ist enorm wichtig bei der Herstellung von Medikamenten, dass nach dem Schluss das Zeug drin ist, was rein soll und nicht aus Versehen Arsen. Das ist enorm wichtig. Ja, wo noch? In der Flugsicherung. Also das braucht es für höhere Zivilisation. Aber es kann scheußlich werden, wenn es krank wird. Dann wird es Bürokratie, dann wird es rigide, dann wird es gnadenlos, fürchterlich. Und jetzt kommt dann eine Idee. Try smarter, not harder. Und hab damit Erfolg. Do less and accomplish more. Mit weniger Aufwand mehr erreichen. Effizienz. Unternehmertum, Sachen ausprobieren, Initiative, intelligenter Dinge machen. Das ist das orange Meme. Und jetzt kommt das grüne Meme und fährt das große Herz aus und sagt, guck mal, da gibt's solche, die sind ganz reich und andere ganz arme Teufel. Jetzt werde ich sozial, ich werde empathisch, ich werde therapeutisch. Alle sollen eine Chance haben. Das ist das grüne Meme. Und jetzt kommt der Kopf und sagt, wie gehe ich mit dieser unglaublichen Komplexität um? Und stelle fest, ich selber, meine Perspektive, ich als Erkennender, als Wahrnehmender, bin hier das Spannende. Unter der Perspektive ist es gesund, unter dieser Perspektive vielleicht nicht so gesund. Es ist ein Sowohl als auch.
Das multiperspektivische Angehen. Und jetzt kommt das weiße Meer, das stellt fest, all die vielen wilden Wellen im Meer, die sich ständig wandeln, sind ein und dasselbe Meer und ein und dasselbe Wasser. Das ist vielleicht mal ein Schnellgang von unten nach oben. Mhm. Ja, super spannend, weil es hat ja natürlich, du kannst auf Kulturen, auf Menschen, ich fand es jetzt sehr spannend, weil man kann es jetzt doch im Kopf selber für sich schon in eigene Situationen und Und weißt du, du kannst so interessant, du kannst, also zum Beispiel, ich komme in eine Firma hinein und da merke ich, hier herrscht das blaue Mehl oder hier herrscht das orange Mehl oder ich komme in eine Versammlung, in eine HR-Abteilung hinein. Nicht? Jetzt kommt eine HR-Abteilung, Human Resources, die haben einen Workshop gehabt. Fragst du, und wie war der Workshop? Sagen die, fantastisch. Ja, wieso? Ja, jeder ist zu Wort gekommen. Und was war das Ergebnis? Wieso Ergebnis? Ergebnis haben wir keins, das wäre orange gewesen. Also da kannst du sehen, die Einseitigkeiten. Ja. Es sind eben alle acht Meme zusammen. Es ist dieses Oktett, das dann Gutes bewirken kann. Und das kann ich jetzt wiederum auch in meinem System erkennen, für mich individuell. Ja, und jetzt kann ich, das war damals eine Nachfrage, eine Anfrage, die von Seminarteilnehmern gekommen ist. Und die haben gesagt, wie kann ich denn bei mir sehen, wie es bei mir aussieht derzeit mit den Memen, wie die bei mir gewichtet sind. Ja. Und daraus entstand ein Excel-Tool und das wurde dann erweitert zu einem Motivatorenspiegel. Und heute haben wir all diese SCI, das war sozusagen der erste Teil, wie das Ganze anfing. Ne? Ist ungefähr 15 Jahre her. Schön. Ja. Und wenn wir jetzt zu dir gehen. Ja, ich hatte das vor einem Dreivierteljahr hatte ich es ausgefüllt, gell? Ja, oder war es mehr ein halbes? Dreivierteljahr, glaube ich, bis es dann ausgestrahlt wird. Und dann hast du jetzt hier dein derzeitiges oder damalszeitiges Werteparlament. Und das ist so. Da waren ein Haufen sogenannte irgendwelche Begriffe oder Sprichworte oder Namen. Und du solltest die anklicken, die dich besonders positiv ansprechen. Ja. Und dann solltest du mal sagen, das spricht mich an, spricht mich noch mehr an, spricht mich am meisten an. Und das wird dann grafisch ausgewertet und dann kommt das dabei heraus. So, dass ich es auch nicht manipulieren kann, sozusagen. Ja, das kann, also du kannst, ich meine, du kannst natürlich sagen, so, und jetzt mache ich genau das nicht. Ah, ja, also du kannst theoretisch das Gegenteil von dem machen, was eigentlich die Idee ist. Aber wenn da jetzt zum Beispiel irgendetwas so Chancengleichheit steht. Ja, das spricht mich an. Dann klickst du das an und das wird einzahlen auf dein grünes Meme, das bei dir, wie du hier deutlich siehst, keine allzu große Ausprägung erfahren hat. Und du siehst hier in dieser Grafik. Aber es kann natürlich auch sein, wenn diese Fürsorge, weißt du, Kinder großziehen und so, wenn das jetzt langsam vorbei ist, diese Phase. Mag mit, aber das ist jetzt, Achtung, wir dürfen diese Schlüsselbegriffe, die dort stehen, die sind nicht mehr als Türschilder. Okay. Und was da alles drin ist, also wenn zum Beispiel da hinten steht, wir sind hier in einem Studio, da steht Studio. Ja, da wissen wir nicht, was sind Tische, Stühle, wie viele Kameras oder Lampen. Ja, okay. Das sehen wir erst, wenn wir drin sind. Okay. Und genauso ist das bei jedem Thema. Also es geht jetzt hier weniger um die familiäre Fürsorge als Fürsorge für andere Menschen, therapeutisch ja, oder ja, so okay. etwas. Ja, auch so wie zum Beispiel eine Krankenschwester oder ein Altenpfleger. Die brauchen das ganz stark. Die haben ganz viel Grünmehl. Sie brauchen es sogar, sonst können sie nicht motiviert sein. Also alle Pflegeberufe, die sollten ein starkes grünes Mehl haben. Aber bitte auch ein nicht zu kleines blaues Mehl. Denn die Pflege, wann muss der Verband gewechselt werden? Och, das ist mir jetzt egal, dann warten wir halt noch 2 Stunden. Ja, ja. Nee, das geht nicht. Ja, jetzt ist es dran, den Verband zu wechseln. Das ist wichtig. Also da siehst du, wie die Mehl-Kombinationen hilfreich sind für die Ausübung bestimmter Tätigkeiten oder Rollen. Oder wenn jetzt zum Beispiel einer kommt. Oder wir nehmen mal hier das Beispiel nochmal bei mir. Ja. Was sieht man denn da eigentlich? Ja, also da sieht man, und jetzt, wenn man
Also jetzt müssen wir sehen, zwei Sachen vielleicht, bevor wir es in die Einzelnen anschauen. Mhm. Das, was wir hier sehen, ist das gegenwärtige Parlament aufgrund gemachter Lebenserfahrungen und wie du sie verarbeitet hast. Mhm. Wenn jetzt im nächsten halben Jahr irgendwas Drastisches im Leben passiert, dann ist das so wie in der, wie eine Neuwahl und plötzlich wird eine bisherige Regierungspartei abgestraft und eine andere wird sehr stark im Parlament sein. Also das kann sich wandeln. Okay. Je nach Lebenserfahrung. Und so wie in einer Parlamentswahl die Parteien untereinander in Konkurrenz sind, sind hier diese 8 Meme untereinander in Konkurrenz. Und da siehst du, welche sehr starke Stimmen haben und welche nur schwache Stimmen haben. Und dann sind ja insgesamt 8. Also ein Durchschnitt wäre 12,5. Das wäre so eine mittlere Ausprägung. Mhm. Und du siehst im Uhrzeigersinn, die Reihenfolge, wie sie sich entwickeln von schwarz bis weiß. Also weiß ist hier hellgrau, weil weiß auf weiß sieht man nicht. Ja. Also deswegen ist das hellgrau. Und da siehst du, da fällt sofort auf, dass dein gelbes Meme und dein weißes Meme stärker sind als alle anderen. Mhm. Das heißt, sind die Wertewelten, das sind die Themen, die dort behandelt sind, die dir am meisten am Herzen liegen. Mhm. Und da geht es um ich als erkennender Mensch, meine Bewusstseinsentwicklung, meine Wahrnehmungen. Wie sehe ich die Dinge? Wie deute ich die Dinge? Wo sehe ich ein sowohl als auch Potenzial, wo vielleicht bisher nur ein Entweder-Oder gewesen ist? Und wie bringt sich das alles ein in ein ganzheitliches, einheitliches Lebens- und Weltbild, wo die Verschiedenheiten nur unterschiedliche Formen, Darstellungen, Farben, Ausdruck von letztlich einem einzigen universellen Leben sind. Das sind die beiden Hauptthemen von dir. Und alles, was in der Richtung, das macht dich an, da wirst du interessiert, da geht's los. Und naja, also ich meine jetzt, gehen wir mal zum kleinsten Meme, das Violette. Das Heimatmuseum. Du lachst schon. In dem Dorf, wo deine Urgroßmutter gewohnt hat, die du nicht mehr gekannt hast, deren Urgroßmutter dort Puppen im 17. Jahrhundert gebastelt hat, die dort ausgestellt sind. Das ist dir so lang wie breit. Damit kannst du nichts anfangen. Jetzt, wenn wir zu den anderen Memen gehen, also quasi, ich sage jetzt entwicklungsmäßig vor dem Gelb, also von Schwarz bis Grün, da fällt das relativ große rote Meme auf. Relativ in Relation zu den anderen. Aber eigentlich ist es auch nur durchschnittlich. Ja, genau. Mit 13%. Mhm. Ne? Aber relativ, und da hat das Leben dich gelehrt. Es hat gesagt, Corinna, da kommen Herausforderungen, da kommen Stiere, die packst du vollen Herzens bei den Hörnern und du wirst den Stier da zum Teufel jagen oder was auch immer oder knacken, nicht? Und dazu sagst du ausgesprochen ja. Zur Herausforderung. Ja, also auch zum Beispiel Hindernissen, Schwierigkeiten begegnen, unter Umständen auch fiesen Leuten sagen, okay, mit mir nicht. Niet. Grenzen setzen, so kommt nicht in Frage. Gegebenenfalls auch deine eigenen Anliegen und Bedürfnisse durchsetzen. Das hast du gelernt, das muss ich annehmen, das gehört zum Leben, da sage ich ja dazu. Und ich habe das im Leben auch schon gemacht, das funktioniert. Das sagst du hier auch. Ne? Jetzt hast du das blaue Meme, ist etwas, wo du sagst, also meine Liebe ist es nicht. 10%. Aber ich anerkenne, dass es halt in Gottes Namen dazugehört und notwendig ist und gewissermaßen zu unserer Zivilisation dazugehört. Und ohne das gibt's keine Zivilisation. Ich möchte auch nicht in einem Flugzeug sitzen ohne funktionierende Flugsicherung.
Aber ich habe es nicht so mit so. Es ist nicht eine Leidenschaft. Es ist akzeptiert als nötig im Gesamtkonzert. Du kannst auch sagen, das sind 8 Musikinstrumente und manche spielen leiser und manche spielen lauter in deiner gegenwärtigen Lebenslage. Ja. Ja. Und jetzt kann man noch etwas Spannendes machen und das sieht so aus. Es lassen sich Meme miteinander kombinieren, weil, und das war eines meiner beglückendsten Entdeckungen meines Lebens, untereinander in den Memen gibt es Zusammengehörigkeiten, Wechselbeziehungen und deswegen lassen sich Gruppen bilden von Memen, sei es Vierer, Dreier oder sogar Zweiergruppen. Und jetzt, wenn wir hier mal von links nach rechts gehen, Violett, Blau und Grün zusammen sind Werthaltungen, die mit dem Wir zu tun haben, wobei es sich ausdehnt. In Violett sind es wir, unser Stamm. In Blau sind es wir, Demokraten oder Christen oder Sozialisten, also Gesinnungsgemeinschaft. Und in Grün sind es wir Menschen, vielleicht noch gar die Tiere. Und jetzt in Rot und Orange und Gelb ist ich. Da geht es um mich. In Rot, meine Macht. Das kann Headcount sein. Das kann Militär sein. In Rot muss ich erobern, wenn ich sie vergrößern will, die Macht. Chinggis Khan. In Orange, etwas vergeistigter. Wir kaufen den Mist auf. Dazwischen liegt ein blaues Eigentumsrecht. Und in Gelb ist es völlig frei, völlig offen. Da gibt es keine Konkurrenz mehr, nichts. Und wenn du das anschaust, siehst du, deine Ich-Werte sind stärker, sind größer als die Wir-Werte. Und das ist vor allem deinem riesigen gelben Mähen geschuldet. Also deine eigene geistige Wachstum und Expansion. Das liegt dir ganz besonders am Herzen. Mehr am Herzen als das Wir und die Gruppe und ich weiß nicht was alles. Jetzt guckst du die nächsten, jetzt kannst du die nächsten 4 zusammennehmen. Schwarz und Orange ist materielle Existenz. Violett und Grün ist gefühlte Beziehungen. Und jetzt Rot und Gelb zusammen ist die Selbstausdehnung. Und das größere Ganze ist Blau und Weiß. Blau ist ein größeres Ganzes, das eine Struktur hat. Zum Beispiel ein Unternehmen oder eine Organisation. Und Weiß ist das Universum. Und jetzt siehst du, wie die zweiten 2, nämlich Selbstausdehnung und das größere Ganze, dir dank des gelben und des weißen Memes mehr am Herzen liegen als die ersten 2. Ja? Jetzt die nächsten von schwarz bis blau, das sind die unteren 4 Werte, die wollen Grenzen setzen. Das ist ein konventioneller Wertemix. Die oberen 4, nämlich von orange bis weiß, die wollen Grenzen durchlässig machen. Auch das ist ein, wenn du so willst, das ist ein unkonventioneller Wertemix bei dir. Deutlich größer als der konventionelle Wertemix. Also mit so Grenzen setzen. Also weißt du was, nach allem, was wir bis jetzt gesehen haben, Lokalpolitikerin. Du lachst gerade. Ne? Das liegt einfach nicht drin. Liegt nicht drin. Du bringst die innere, du tickst nicht dafür geeignet. Nee. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Wenn du jetzt eingeladen wirst, komm, du sitzt jetzt den ganzen Abend am Stammtisch und sollst jetzt Stammtischkonversation machen, 3 Stunden lang. Das ist für dich ermüdend. Das liegt dir nicht. Aber wenn jetzt jemand Lokalpolitiker werden will, dann wäre es gut, er hätte ein großes violettes Mem. Ja, und dann haben wir hier noch Eigenwohl und Gesamtwohl, jeweils 3 Meme zusammengefasst. Soll ich hingehen und zeigen sie? Oder sieht man es da? Das sieht man ja. Und da siehst du das jetzt, und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, das Gesamtwohl liegt dir mehr am Herzen als dein Eigenwohl. Wiewohl deine Ich-Werte größer sind als deine Wir-Werte. Was heißt das? Also die Evolution, das Wohlergehen des gesamten Planeten und des ganzen Kosmos, das liegt mir weiß Gott am Herzen. Aber ich lasse mir nicht vom Kollektiv sagen, was das ist, sondern das finde ich selber heraus.
Spannend, ja, ja, cool. Ja, und dann haben wir jetzt hier noch bewahren und innovieren. Und da siehst du also eben Heimatmuseum von der Großmutter in dem kleinen Dorf. Eine erneute deutliche Kontraindikation. Das wäre dein Guantanamo. Ne? Und dann Aktion und Reflexion. Also da hast du Violett, Rot und Orange. Und das ist, es geschieht nichts Gutes, außer man tut es. Mhm. Violett ist mitmachen. Rot ist selber stark machen. Orange ist gescheiter machen. Und dann haben wir Blau, Grün und Gelb. Blau, ist es auch nach Gesetz und Recht? Sind die Prozesse eingehalten? Grün, trete ich dabei auch niemandem auf die Füße? Gelb, was sind denn die weitreichenden Fernwirkungen und Spätfolgen? Und diese reflektierende Seite ist dank des großen gelben Memes bei dir größer als die aktionale Seite. Und das macht dich oder so etwas macht einen Menschen zum hervorragenden Berater für Leute, die Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Aber nicht unbedingt jetzt die selber, die jetzt eine Entscheidung nach der anderen treffen. Sondern jetzt, wenn das umgekehrt ist, stell mal vor, Aktion wäre doppelt so groß wie Reflexion. Dem würde man sagen, weißt du was? Mach keine Entscheidung, ohne einen Berater hinzuzuziehen. Denn sonst gibst du Gas und fährst das Ding erstmal an gegen die Wand. Die Wand, ja. Ne? Aber wenn beides in etwa gleich groß ist, ist das sehr hilfreich für Leute, die in wichtigen Entscheidungsfunktionen sind. Das ist ja dann auch wiederum für mich schön in meinen, wenn ich Coachings gebe. Ja, genau. Dann, ne? Ja. Jetzt hier hast du noch mal ein paar graue Balken. Und diese grauen Balken zeigen alle Meme nochmal an, von oben nach unten, von schwarz bis weiß, wo du Abneigungen hast, was dir unangenehme so. Gefühle hervorruft. Negativ geladene Meme steht da oben. Aha. Wo unangenehme Assoziationen oder Gefühle vorkommen, vielleicht aufgrund von gemachten Erfahrungen. Mhm. Und hier schauen wir uns nur mal die zwei an, die am längsten sind, nämlich Violett und Blau. Also die violette Welt, eben Heimatverbundenheit, kleiner Kreis, Tradition, Vergangenheit und so weiter. Uns haben wir doch schon immer so gemacht. Und darum machen wir das jetzt wieder so, nicht dein Ding. Und das andere ist das Blau. Und jetzt, was sagen die Gesetze, was sagen die Regeln? Das ist doch das Wichtigste, dass wir jetzt Regeln einhalten. Mhm. Auch nicht dein Ding. Das ist für eine Deutsche gerade ziemlich hart. Und du sagst es jetzt. Und das ist jetzt wirklich eine interessante kulturelle Beobachtung. Ja. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen und lebe die längste Zeit meines Lebens in der Schweiz. Mhm. Und in der Seele ist Deutschland mehr als die Schweiz geprägt vom blauen Mem. Und das hat die Segnungen des blauen Mems mit wunderbarer Literatur und Philosophie und Dinge sauber durchdenken und gute Ingenieure genauso hervorgebracht wie das kranke blaue Mem. Formulare, Bürokratie, noch mehr Regeln, noch mehr Paragraphen und es, ne, das ist die Hölle des blauen Memes. Ne, das ist die andere Seite davon. Das ist in Deutschland und in der Schweiz ist das violette Meme viel stärker als in Deutschland. Mhm. Also in der Schweiz genügt es, also, wenn man eine Vereinbarung macht, du mach, soll ich dir das Mail machen? Mhm. Mama, das langt. Mhm. Die Deutschen sagen, jetzt muss man erstmal einen juristisch wasserdichten Vertrag machen, nicht wahr? Das ist der Unterschied zwischen Violett und Mem. Mhm. In der Schweiz spielt, wo Dialekt gesprochen wird, das ist die violette Sprache im Unterschied zur Schriftsprache, das ist die blaue Sprache. In der Schweiz spielt die nonverbale Kommunikation eine viel größere Rolle. Und in Deutschland die Exaktheit der Worte, die Wortwahl muss stimmen. Mhm. Ja, hochinteressant zu beobachten. Ja, ich könnte dir wieder stundenlang zuhören, aber wir müssen ein bisschen zum Abschluss kommen. Also das Abschluss hier ist vielleicht mal deine... Ja, und wenn die Menschen jetzt sagen, sie möchten das auch mal selber für sich rausfinden, kriegen die dann auch so eine Auswertung und Erklärung? Ja, also da gibt es eine Seite und die heißt diagnosco.com, Diagnosco mit C geschrieben, also diagnosco.com. Und dort finden Sie einen Shop
Und dort gibt es einen Mentalograph, so heißt dieses Tool. Mhm. Und wenn die den machen, dann kriegen sie solche Bilder und einen Erklärungstext, wie sie selber ihre Bilder interpretieren können. Aber Achtung, diese Texte sind nicht individualisiert, sondern das sind generelle Texte. Und da steht dann zum Beispiel drin, wenn du diese grauen Balken anschaust, schau auf die längsten in Relation zu den anderen. Mhm. Die sind besonders interessant. Ne? Und schau jetzt nicht auf den genauen Prozentsatz oder solche Sachen. Also solche Hinweise sind, auf was man schaut. Und wenn man, dann kann man schon viel sehen. Und wenn man dann noch das Bedürfnis hat, mehr sich damit zu beschäftigen, dafür gibt's dann auch auf der Seite das Angebot, ein Cognosco-Coaching. Also das Miteinander dann anschauen. Super. Ja. Echt spannend. Ja. Sehr schön. Also man lernt doch. Ne, also ich find ja diesen Säulenwald sehr erhellend. Und ich persönlich bin unendlich dankbar, dass mir diese Einsichten und Erkenntnisse gekommen sind, dass unter den 8 Memen solche Zusammenhänge sind. Ja, super interessant. Und die sind dann, also das habe ich dann alles in einem Buch dann auch mal zu Papier gebracht. Und dieses Buch heißt Lebensqualität schaffen. Also wer das sich genauer damit beschäftigen will, der kann das nachlesen in dem Buch Lebensqualität schaffen. Super. Ja. Also wir müssen noch ein paar Sendungen machen. Mach aber. Ich würde auch mal interessieren. Ich habe noch ein paar Fragen. Mach aber, ich habe Freude dran. Sehr schön. Nee? Ja. Ja, lieber Claudio, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, bis hoffentlich bald. Ja, bis hoffentlich bald. Dank dir. Liebe Zuschauer, ja, unglaublich, was man doch alles über sich nochmal reflektieren kann. Und ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen, sind auch motiviert in der Selbsterkundung. Ich wünsche Ihnen noch eine wundervolle Zeit. Bis bald und tschüss.